Normalerweise zeigen wir an dieser Stelle ja die Glanz- und Heldentaten unserer Jungs. Heute möchte ich mal eine Sequenz zeigen, der Rasmus-Swane zum Opfer gefallen ist in der dritten Runde der Europameisterschaft. Und auf der schwarzen Seite saß ja jemand, den wir auch durchaus kennen auf diesem Kanal, der Newcomer, Velimir Ivic, die World Cup-Sensation, den wir hier im World Cup-Kontext auch schon vorgestellt haben. Und der saß nun in der dritten Runde Rasmus Swane gegenüber. Und es ergab sich eine Partie, in die wir mittendrin einsteigen. Rasmus hat weiß, Velimir Ivic hat schwarz. Und wenn wir durchzählen, dann stellen wir fest, dass Rasmus einen Bauern mehr hat. Aber wenn wir genauer drauf gucken, dann stellen wir fest, dass Schwarz durchaus Kompensation für diesen Bauern hat. Der weiße König steht etwas offener als sein Pendant. Und dieser Druck auf der H-Linie. Hier druckt ganz versteckt auch noch jemand gegen den Punkt H3. Der sollte Schwarz allemal Kompensation geben. Außerdem hier, er hier, hat auch noch nicht so richtig was zu tun. Naja, aber mehr als Kompensation bestimmt nicht. Die weiße Stellung ist für den Moment stabil und weiß ist ja auch nicht ganz ohne Hebel und Durchbrüche. Und hier ist das Vis-à-vis von Turm und Dame auf der D-Linie. Also der Weiß hat durchaus schon auch Sachen, die für ihn sprechen. Nicht zuletzt der Mehrbauer, den er hat. Okay, nun macht der Schwarze am Königsflügel Druck gegen den H-Bauern und es gibt die klassische Lehre, die sagt, wenn dein Gegner am Flügel aktiv wird, Druck macht, vormarschiert, dann begegne dem am besten mit einem Gegenstoß ins Zentrum. Und das macht der Rasmus hier, D5. CD, Springer D5. Es droht Abzüge, es droht Springer F6 und dieses Vis-à-vis. Das wird sofort real und der Springer würde sich dann am Ende den Turm auf H5 einsammeln und Material gewinnen. Dem muss der Schwarze begegnen und er hat aber eine ganz giftige Art, dem zu begegnen, denn aus dem Abzug, den der Weiße droht, macht der Schwarze eine ein bisschen unschöne Fesselung. Die Konstellation auf der langen Diagonale, die kann dem Weißen nicht gefallen. Rasmus begegnet dem mit Dame F3 und jetzt droht wieder Weiß etwas, nämlich Springer schlecht E7, was vorher nicht ging, weil die Dame ja hing. Jetzt kann Weiß, wenn Schwarz nichts macht, auf E7 rausnehmen. Dieser unmittelbaren, einfachen Drohung muss Schwarz begegnen. Der Läufer hängt, insofern wäre ein normaler Zug, den Läufer zu ziehen. Läufer A4 oder so. Was natürlich ein bisschen die H-Linie blockiert. Und an dieser Stelle ist wirklich ganz bemerkenswert, was der Ivic hier ausgegraben hat. Er opfert nämlich eine Figur, Springer G5. Und er kann hier nicht berechnet haben, dass das okay für ihn ist, dass er volle Kompensation kriegt. Das war so ein bisschen auf Chance. Der wird vorhergesehen haben, das sehen wir gleich noch, dass Schwarz jetzt eine Menge Drogen und eine Menge Spiel für diese geopferte Figur kriegt. Aber wohin das genau führt, das kann er nicht vorhergesehen haben. Das ist also schon auch mit einigem Mut verbunden. Und aus weißer Perspektive ist sowas natürlich unangenehm. Wir sind hier im 30. Zug. Ich nehme an, es wird Zeitnot gewesen sein. Und sich dann so etwas ausgesetzt zu sehen, was Rasmus sicher nicht hat kommen sehen, das ist dann sehr, sehr unangenehm. Also den Läufer kann Weiß jetzt natürlich nicht nehmen, weil dann hängt auf F3 die Dame. Ne? G5 ist, der Weiße hat nichts anderes, als auf G5 diese Figur rauszunehmen. Und jetzt kommt halt eine Serie von Zügen, die immer neue Drohungen aufstellen, die den Weißen vor immer neue Aufgaben stellen und das mit knapper Zeit. Das ist unangenehm. Und da kommt dann auch irgendwann der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Irgendwann wirst du der ganzen Drohung nicht mehr Herr und machst dann einen Fehler, zumal wenn du unter Zeitdruck stehst. Der Rasmus muss ja jetzt eine Reihe von einzigen Zügen finden und macht das auch auf Anhieb. König F2, Turm F5. Haben wir hier wieder eine neue Fesselung.
Aber es gibt noch einen Zug, der zu begegnen, nämlich Springer F4. Was ja auch gleichzeitig einen Damentausch anbietet, mit dem Weiß natürlich sehr, sehr einverstanden wäre. Wenn die Damen hier vom Brett sind, dann ist alles gut bei dem Weißen, aber dazu kommt er nicht mehr. Und noch ein Schach. Und der König wandert weiter. König E2. Und noch ein Schach. Bis hier hatte der Ivic bestimmt gerechnet und hatte wahrscheinlich auch gesehen, dass Weiß hier keinen anderen Zug hat als Turm D3, um aus diesem Schach rauszukommen. Und er wird vorhergesehen haben, dass er hier halt eine Vielzahl von Fesselungen aufbaut, denen sich der Weiße ausgesetzt sieht. Und dass es für den Weißen ganz, ganz schwierig ist, sich zu entknoten. Also jetzt unmittelbar droht einfach Turm schlecht D3. Und den kann man schlecht mit dem Springer zurücknehmen, weil dann hängt die Dame. Es gibt wieder nur einen Zug, um aus dieser Nummer rauszukommen. Und auch den findet Rasmus, E4. Jetzt würde Turm schlecht D3 mit Dame schlecht D3 beantwortet. Und alles ist gut. Und der Schwarze muss sich überlegen, wie er seine Initiative aufrechthält. Das macht er mit Turm E8. Er ändert sozusagen die Linie, auf der er vormarschiert. Diese Festung bleibt aufrechterhalten, aber jetzt geht der Druck gegen den Bauer E4, der jetzt hängt, zweimal angegriffen ist und sich auch nicht so richtig decken lässt, denn diese beiden können nach wie vor nicht ziehen. Den E4-Bauern muss der Weiße, von dem muss sich der Weiße verabschieden. Rasmus möchte gerne die schwarze Dame rausschmeißen. Auch das ist okay. Turm E4. Ja, ich habe es nicht live gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Rasmus auf der Uhr hatte, aber ich nehme an, es wird sich hier um nicht viel mehr als ein paar Sekunden gehandelt haben. Und hier passiert ihm dann das, was fast passieren musste. Hier unterläuft ihm dann doch ein Fehler, nachdem er über eine Sequenz von 7-8 Zügen immer den einzigen Zug gefunden hatte. Hier muss der weiße König D1 spielen. Und so einen Zug macht man in Zeitnot nicht so gerne. In Zeitnot versucht man, seine Figuren nah beieinander und gedeckt zu halten. Und dieses sieht hier so vom Hingucken her, sieht das nicht so schön aus, denn der Turm ist loose, der Springer ist loose und gefesselt. Aber tatsächlich wäre dies der Zug, der den Weißen in der Partie hält, der die Stellung unklar hält. Schwarz hat dann halt weiter große Initiative, die Minusfigur aufwiegt, aber halt auch nicht mehr. Der entscheidende Faktor von König B1 wäre, dass das Feld C2 gedeckt ist, dass die Dame hier nicht eindringen kann. Rasmus spielt hier Läufer E3, was halt der typische Zeitnotzug ist. Ne? Er hält seine Figuren zusammen, alles deckt einander, das ist eigentlich ganz schön, aber Dame C2 ist leider schon fast der Gewinner für Schwarz. Das Problem ist, man kann hier mit dem König jetzt nicht normal ziehen. Wenn König F1 kommt, man kann dann auch einfach auf D3 rausnehmen und weil der Springer gefesselt ist, ist der Turm weg. Noch gemeiner ist Turm schlecht F4. Und Läufer F4 geht nicht so gut wegen Turm E1 matt. Insofern muss, weil König F1 nicht geht, hier Turm D2 kommen. Und jetzt kommt Turm C6 und jetzt sind diese Fesselungen tödlich. Es droht Turm schlecht F4. Der Springer kann da nicht rausziehen, weil dann ist die Dame weg. Diese Fesselung auf der E-Linie lässt sich auch nicht aufheben. Das ist jetzt leider, dagegen ist leider kein Kraut mehr gewachsen. Ja, Rasmus aktiviert dann noch seinen Turm, aber nach Turm F4 muss er Material geben. Nach Dame E6 Schach hängt dann auf H3 noch ein Bauern und sie kamen dann in dieses Endspiel mit zwei Türmen
gegen die Dame und mit zwei mehr Bauern für den Schwarzen. Das hat der Rasmus noch lange wacker verteidigt, aber es ist halt nicht zu halten. Und das ging dann leider auch verloren. Das müssen wir uns auch nicht mehr angucken. Genauso wie den Anfang der Partie. Der war nicht uninteressant, aber dieses war somit die interessanteste Sequenz, die in der dritten Runde der EM gespielt wurde. Und darum wollte ich dir mal zeigen, dieses Opfer so ein bisschen auf Chance, auf einfach nur in dem Wissen, ich kriege Initiative und Drogen und stelle dem Weißen riesige praktische Probleme, ohne das zu Ende durchrechnen zu können. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was der Ivic hier spielt. Ja, und Rasmus hält sich lange wacker und findet immer die einzigen Züge, bis er dann an dieser Stelle fehlgreift und nach Läufer E3, Dame C2 Schach geht dann leider doch Material verloren. Schade. Aber die EM läuft noch lange. Rasmus hat 2 aus 3, ist noch vor dem Rennen. Velimir Ivic gehört jetzt zu den, ich glaube, 5 Spielern, die mit 3 aus 3 an der Spitze stehen. Und wir bleiben natürlich am Ball. Und als nächstes kommt bestimmt auch wieder eine Gewinnpartie und Heldentat von einer unserer Jungs. In den Kommentaren findet ihr einen Bericht zur EM. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf der Website vorbeischaut. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.